Hallo Nina. Wie geht's dir? Das ist Nina. Nina ist Bildgirl des Jahres 2016. Genau, nee, 17. 17. 16. 16. Ja. Hat dir das irgendwas gebracht bisher? Ja, auf jeden Fall. Erstmal eine ganze Stange Geld. Ich habe 10.000 Euro gewonnen. Also wenn da draußen irgendjemand auch ein bisschen Kohle gebrauchen kann und Lust hat auf richtig schöne Bilder, dann unbedingt bewerben als Bildgirl. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es war echt eine super tolle Erfahrung. Ich habe ganz, ganz tolle Bilder von mir. Bin auch im Playboy zu sehen gewesen und wie gesagt, habe 10.000 Euro gewonnen und es hat super viel Spaß gemacht, kann ich jedem nur empfehlen. Okay, was hast du dir für deine 10.000 Euro hier gerade im Beach Club 6 bestellt? Ich habe mir nicht wirklich viel bestellt. Eine Cola Light und einen Caesar-Salat. Wie teuer ist das, dieser Salat? Der Caesar-Salat kostet, hier liegt die Rechnung 10,05 Euro und die Cola liegt bei 3,30 €. Okay, das ist erheblich teurer als beim letzten Mal. Ich finde auch, es ist nicht gerade günstig, aber ich bin gespannt, ob der Preis das verspricht, was er hält. Und man muss auch einfach sagen, die Location hier ist natürlich top. Ne? Man sitzt hier in der ersten Reihe am Meer, unverbauter Blick. Da kostet das Essen dann halt auch mal ein bisschen mehr. Im letzten Jahr aber war das nicht der Fall. Also ich sehe gerade die Sandwiches. Ach, okay. Da kommt der Caesar Salad. Hola, una sangria para mi, por favor. Muy bien. ¿Le cobro esto? Después pagamos todo junto. Vale. Que tengo que pagar al momento. Ah, sí? Hay que cobrar al momento. Sí. Ah, vale, lo siento. Vale, gracias. Also ich werde jetzt gerade schon darauf hingewiesen, das muss bitte sofort bezahlt werden. Wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass es hier doch immer wieder Leute gibt, die ansonsten abhauen, ohne zu bezahlen. Aber das ist ja nichts Neues. Das war schon immer so. Genau. Und an den meisten Balnearios, es sei denn, man ist Stammgast, dann lässt man auch eine Rechnung mal ein bisschen länger liegen. Aber tatsächlich 10 Euro für einen Salat, der von der Anmutung her so mittel ist, würde ich sagen. Warte, wir zoomen mal drauf. Ja, ich finde, das ist schon ein bisschen, ist da auch, ah ja, das Dressing steht hier daneben. Ja, das habe ich extra separat bestellt. Genau. Wie findest du den Ballermann 6 oder den Beach Club 6 von seiner Anmutung jetzt? Also ich muss sagen, ich finde es echt schön geworden. Viele sagen immer so, ja, und es wird alles anders als früher. Und ja, natürlich werden die Sachen anders als früher. Man muss irgendwie mit der Zeit mitgehen. Und das, was ich bis jetzt gesehen habe, ich bin heute zum ersten Mal da. Der Laden hat ja auch erst seit Samstag wieder auf. Ich finde es schön hier. Sie haben wirklich alles renoviert, haben alles neu gemacht und ich finde es toll. Also ich glaube nicht, dass man das irgendwie als Nachteil sehen sollte, dass sich Dinge einfach im Laufe der Zeit verändern. Ist einfach so. Man muss mit der Zeit mitgehen. So, ich habe... Ich esse jetzt einfach mal ganz Sonnenbrille. Ja, no merci, c'est très gentil. Sonnenbrille, andere Farbe. Ja, genau. Ça va nicht? Ça va bien. Meine Fälle? So, ich habe hier leider keine Getränkekarte. Aber man kann sagen, also die Speisen haben sich im Durchschnitt, also mein Liebling war immer Papito de Pollo, das gibt es gar nicht mehr, das hat immer rund 5 Euro gekostet und un travail ici. Pardon. Oui. So, da sind die neuesten Farben für die Saison übrigens gerade angekommen. 1000 Jahre Garantie. 1000 Jahre schon? Ja, aber hallo. Heute billiger, morgen teuer. Ach Mann. Ich war jetzt 5 Monate nicht mehr hier, aber irgendwie... Bist du froh, wieder da zu sein? Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Also, hier wird erstmal die junge Dame nicht weiter beim Essen gestellt. Ich werde mir jetzt gleich mal eine Sangria zu Gemüte fahren.